1. Und mit diesem Ausblick hier wünsche ich ein herzliches Willkommen zu Battle Royale. Ja, mit den altbekannten Schurken. Zum Beispiel Sharky. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Zockerei. Dann hätten wir noch den Satomata. Hallihallo. Dann hätten wir noch die Hatti. Hallöchen. Die etwas still war in der letzten Folge. Wir müssen sie ein bisschen mehr zum Reden bringen. Und wir haben noch... Ich kann im Hintergrund schon so die Bohrmaschine hören. So. Los, und, reden und jetzt. Tomatenbaron. Hallo, Pit. Ja, hallo. Schön dabei zu sein. War Pit, ja. Pit, oder? Nee. Ich kann mir deinen Namen noch nicht merken. Das ist der Motatenbaron. Pizzabaron wäre lustig. Pizzabaron. Bei uns gibt es einen Bierbaron. Ja, bei uns auch. Der liefert halt nachts noch oder abends auch Bier. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das ist der gleiche. Der ist expandiert. Na, ist so. Das ist der gleiche. Keine Ahnung, wenn du abends eine Party machst und dann irgendwie um 12 Uhr nachts noch Bier brauchst, ist perfekt. Kommt der Bierbaron zu dir nach Hausingen. Schild. So, wie sieht denn das bei euch mit den Quests aus? Habt ihr denn alle 8 schon abgeschlossen oder seid ihr noch Nein. nicht durch? Ich muss noch die Bedroll lesen. Aufheben, aber dann bin ich ja jetzt gestorben und muss ja, danach kommt ein Lagerfeuer legen. Mann, so. Ich habe eine schöne Aussicht aus meinem Haus. Apropos Aussicht. Ah, das Sterben war schlecht. Jetzt bist du wieder da, wo du vorhin warst? Nö. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich der Lars. Ey, Lars, du Muschi, verpiss dich, das ist meine Burg. Boah, ich war so gut aufgestellt, das ist echt ärgerlich. So, erstmal zu die Hütte. So, ihr seht, ich habe schon ein längeres Projekt im Angriff hier. Ja, toll. Ich bin so ein Bro, ne? Ich muss hier übrigens noch raus, bevor die nächste gut geht. Sonst komme ich hier nicht wieder raus. Das wäre ganz schön bescheuert. Meinst du? Ja, schon. Könnt mal, hat jemand zufällig Stahl oder so? Nee. Nein, hatte ich gerade Picke. Okay, gute Nachricht. Ich komme schon nicht mehr raus. Echte Nachricht. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Also, gutes Exempel für, wie man es nicht macht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal einen Schlafsack legen. Wichtigste Tätigkeit überhaupt. Weil für den Fall, dass das jetzt schief geht, die Nummer. Ja, das hätte ich wann auch machen sollen. Tipp. Ja, jetzt mal, ne, aber... Also ihr hattet noch die Chance, bis Ende der Folge entweder mit mir ein Bündnis zu schließen oder gegen mich zu kämpfen. Schön, dass du das jetzt erzählst. Sehr glaubhaft übrigens. Ja, ohne Witz. So, dann kommt hier mal der ganze... Na, das vielleicht nicht. Das auch nicht. Der ganze Scheiß kommt da rein, wollte ich sagen. Gehen wir mal da lassen. Oh. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das kommt da rein, das und das und das und das und das und das und das. So. Haben wir hier mal minimal equipped, sag ich mal. Die Nummer. Dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir das nicht irgendwie gebacken kriegen, uns da runter zu cheaten. Schön Klo-Fragments sind alle weg. Klo-Fragments? Ja. Oh, oh, Mutti! Die ganze Hose ist voll. Ich hoffe, die Horde kommt jetzt zu dir. Nee. So, ich und meine Holzkeule gehen jetzt auf Autojagd. Ich und die Keule. Autojagd! Auf Autojagd geht ihr? Schön.
Mir macht die Hatti ein bisschen Sorgen. Ich weiß ja nicht, mir hat die noch nie Seven Dice gespielt. Aber ich glaube, Seven Dice Today gespielt. Also ja, die Hatti ist vom Schlage, ich sag mal nix, aber wenn ich dich sehe, dann bring ich dich um. Ja, das ist so, das ist... Richtig erfasst. Das wollte ich nicht hören. Muss hier weg. Kann ich hier runter? Oh. Alter. Gibt's hier keine Nester? Was soll das? Alter. Das war eine Action, ey. Das war eine Action. Nester, halt du mal die Schnauze, Martin. Ich brauch Nester. Martin, my love. La, la, la. Ja, was wir zwischen den Aufnahmen noch so besprochen haben, habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Der Satomada hätte gerne, dass ihr weiterhin kräftig zum Thema Martin Semmelrogge und seine unvergleichliche Übereinstimmung mit dieser Person kommentiert. Ja, an der Shark wäre gerne eine Frau, aber das, da müssen wir eben erst noch eine Operation bezahlen. Also, oder wir machen das per Hand. Ja. Wie in den guten alten Zeiten. Per Hand. Mhm. Ja. Per Hand. Wer ist der Freiwillige? Einstimmig angenommen, ich bin mit dabei. Per Hand. Ja. Die hat die gleich, wer darf, ne? Wer ist freiwillig? Ich, per Hand mit Steinachs, bitte. Nein. Ohne Werkzeug, per Hand. Per Hand. Das hat umgekrempelt. Ja. Muss man nur ordentlich ziehen. Oder rupfen. Ne, ist schon klar, Leute. Ja. Schon klar. Warum ist der Lars eigentlich so still gerade? Wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit laberst. Könnte ein Grund sein, ja. Ich brauch Nester. Jetzt hat er schon ganze 15 Sekunden nichts gesagt und der Lars sagt trotzdem kaum was. Ich habe gerade einen Hund hinter mir. Ah ja, das ist tot. Gut, der Hund. Oh, den Hund habe ich vor allem überlebt und dann kam die scheiß Horde und dann klippte der vor mir. Das ist Betrug. Ja. Was braucht man eigentlich, um eine Machete zu reparieren? Ich glaube, Vorschreiben. Wo hast du denn jetzt schon eine Machete her? Die hab ich ein Machetenreparaturset. Ich jage gerade einen Elch oder einen Reh, eher einen Bock, und dann kommt schon wieder diese sexy Krankenschwester an und versucht mich von der Seite her anzumachen. Ja, das können sie einfach nicht lassen. Das ist, ich habe wirklich Angst vor der, das ist so, du sitzt abends da und willst nichts Böses, willst nur einen Drink trinken und dann kommt so eine Frau an. Ja, man will dir in die Wäsche. Und ja. Das schick. Problem kenne ich auch. Jeden Abend das Gleiche. Ja, die hält man ja auch allenthalben für Martin Semmelrogge. Ja. Falls ihr euch fragt, wie Satomata aussieht, ich kann euch bestätigen an dieser Stelle. Er sieht überhaupt nicht aus wie Martin Semmelrogge. Ich finde, du hast schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Martin Semmelrogge. Der ist dick und klein. Und hässlich. Das ist ja subjektiv, aber er ist dick, was weniger subjektiv ist. Also er ist dick, klein und hässlich und ich finde, eins von den drei Attributen trifft auf dich zu. Ja gut, aus deiner Sicht bin ich klein, das stimmt, ja. So. Gut gerettet, gut gerettet. Ich muss dein dummes Geschwätz nicht retten. So. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Langsam wird's eng, ich brauch was. Vor allem ist jetzt schon 17.16 Uhr, gell? Ist schlecht. Ja. Überleg dir einfach, was würde Martin Semmelrogge in deiner Situation tun? Keine Ahnung, sich im U-Boot verstecken, nehme ich mal an. What the fuck? Och, das ist doch nicht euer Ernst. Wer war's? Wer wird's wohl gewesen sein? Ja, natürlich, der Lars. Ich meine, ich habe ihm auch heimlich geschrieben, wo du bist. Ja, weil du es wusstest. Ich wusste, wo du bist. Nein, der Fehler war zu erzählen, dass ich eine Machete gefunden habe. Die habe ich. Das hat dazu geführt, dass der Lars sich gedacht hat, oh, den schnapp ich mir doch mal.
Tatsächlich wusste ich nicht, dass du das bist. Also hat der Lars jetzt eine Machete, sehe ich das richtig? Er hatte vor allem mich am Hals jetzt gerade. Bleib stehen! Du Schuft! Bleib hier! Unglaublich. Ich hol mal den Hund zu dir. Pff, mir doch Lalle, mich greift er nicht an. Wahrscheinlich aber schon. Oh, ich habe mir nicht die Knochen gebrochen. Der Wahnsinn. Du weißt halt, wenn ich dich irgendwann erwische, ne? Dann hast du so gelitten. Weil ich habe nichts zu verlieren. Nachdem du mein ganzes Loot hast. Dein Leben, Shark, dein Leben. Nein, das ist doch scheißegal. Das interessiert mich mein Leben. Ich hab ja nichts zu verlieren. Hier, jetzt geht's ganz schön rund hier. Ja, super, ey. Du, sorry, aber... Ja, so sorry. Füttern Lars doch ruhig mit Punkten. Warum denn nicht? Halt du mal die Fresse. Ja. Entschuldigung. Du bist dafür verantwortlich, dass er schon wieder haushoch führt. Weil du nix kannst. Ich hätte die Machete vorhin einfach in die Kiste tun sollen. Einmal mit Profis arbeiten hier. Toll, jetzt habe ich mir ein Bein gebrochen. Ja. Also ich brauche eine Hütte für die Nacht. Juhu, ich habe ein Level Up. Und der Score sind wirklich die endgültigen Punkte? Ja. Und die gehen auch nicht verloren oder können die wieder resettet werden? Die gehen verloren, wenn du stirbst. Nein, oha. Du verlierst nicht alle, du verlierst halt immer einige Punkte. Aber schon einige, also ich habe vorhin alle, die ich hatte, verloren. Das waren noch nicht so viele, aber trotzdem, es ist dramatisch. Aber viel schlimmer ist, dass du all deinen Kram verlierst. Das war in der letzten Version noch nicht so. Also in unserer letzten Spielvariante. Ja, das ist richtig hart. Da machst du jetzt nicht mehr rum. Ja, das, ich find's zu hart, ganz ehrlich. Wir haben gesagt, dass wir nächste Folge härter machen wollen. Deswegen habe ich es eingestellt. Nein. Hättet euch alle noch vor der Aufnahme beschweren Hallo, können. Hallo, Hundi. Komm, ich box dich. Ich habe den Hund überlistet. Aber er hatte natürlich... Oh, hat einen Schatten. Hat auch gestorben. Okay, schade. Hat auch gestorben. Ich hab einen Zombie überlistet mit meiner Axt. Na gut, jetzt habe ich wieder alles zusammen, was ich brauche. So, die Folge nenne ich einfach und er starb nochmal. Oh, 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 wo? Ah, natürlich hinter mir. Fick dich doch. Ich habe halt auch die letzte Folge gemerkt, dass wenn man halt nicht viel verliert, dann tut man alles in seinem Rucksack und nur noch ein, zwei Dinge, die man eben nicht braucht. Halt nichts, ja. Ja, genau. Und das ist halt auf Dauer blöd. Ein bisschen sinnlos, ja. Ja, ist auch so. Also. Das ist halt, so. Wir müssen einfach Teams machen, ohne Scheiß, ey.
Das ist halt der Punkt. Also jetzt bist du halt echt gezwungen, mal zusammenzuarbeiten, wenn der Lars halt im Alleingang hier jeden platt macht. Ja, ist richtig, ist richtig. Dann muss man halt zu zweit oder zu dritt auf ihn einprügeln. Das hält er nicht so lange durch. Und ewig verstecken, wo sein Versteck ist, kann er auch nicht. Also von daher gesehen sind das die ganz normalen Regeln des Battle Royale. Genau, finde ich auch. Ach, Schnauze, Dicker. Ich habe ein gebrochenes Knie, geh mir weg. Ich erinnere euch nur an die letzte Folge, wo ihr zu dritt gegen mich da, ja, und dann habe ich euch alle beide weggemacht. Nur Satomato war nicht mehr da. Die ja, ich auch, okay, ich auch da wollen wir aber auch nochmal festhalten, dass du in Folge 3, glaube ich, eine Schusswaffe gefunden hattest. Nein, Folge 1. Das Folge ja. 1 hat er. Das macht es nicht besser jetzt, in meinen Toilette, Augen. In der Toilette halt, hä? Ja. Das war schon dreist. Oh, ich will mein Klo. Ach, guck mal da, ein Sturmgewehr. Nein, das war kein Sturmgewehr. Nein, das war eine Pistole. Ein Maschinengewehr, meine ich. Da hättet ihr aber anders da gestanden, als wenn ich, wenn ich eine Pistole gehabt hätte. So eine SMG ist deutlich stärker. Gibt's sowas überhaupt? Ja. Ja. Echt? Ja. So, jetzt Plan. Wo bin ich überhaupt? Weil es wird ja bald Nacht, wenn ich's richtig... Ja. Ja. Dann gehe ich dahin. Oh, du hast ordentliche Sachen dabei gehabt, muss ich sagen, ne? Ach, Quatsch. Ja, klar. War alles ziemlich. Ne, was war da ordentlich? Das war alles ja, basic. Marete, dann ja, war hier basic. Holz 400 Stück drin, Federn waren drin. Holz und Federn. Ja, Federn sind wichtig. Ja, die findest du aber wirklich mittlerweile ohne Probleme in Neverskin. Kriegst du an jeder Ecke. War ein ja, bisschen schade wegen dem Zeitaufwand. Das ist es halt immer, ja. Da habe ich mich auch gerade so geärgert. Weil du machst dir ja dann doch einen Aufwand mit der Nummer. Alter, was denn da? Knifebook. In der Mülltonne. What the fuck? Mhm. Was? Ich hab das Knifebook in der Mülltonne gefunden. Na gut. Das ist vielleicht gut. Der Typ, der es weggeworfen hatte, hatte wahrscheinlich schon das zugehörige Supplemental. Und deswegen hat er das Knifebook nicht mehr gebraucht. Mann, ey. 22 Uhr Rense, ja? Gut. Genau, da wollte ich doch hin. Zur Kirche. Ach. Du hast deine Position verraten, das war ein Fehler. Er hat dich gewarnt. Da ging es weniger um mich. So, hier war doch irgendwie mein Kaninchen. Das ist gerade übers Wasser gelaufen, wie Jesus. Hm. Und gleich wird es in meinen Magen laufen. Yeah. Auch wie Jesus? Also, oder das mit deinem Magen? Wenn man das mit den Obladen sehr wörtlich nimmt, ja. Wie, das ist nicht wirklich Jesus Leib. Okay. Hm. Das ist Ansichtssache. Bin verwirrt. Wenn er ein Brotbäcker war vielleicht. Ja. Oder wenn es alt schmeckt. So. Scheiße. Komm da raus, war der Nummer eine.
Eine ist jetzt nicht zu viel. Nee, ist genau 99 eine. Zu wenig. Hier denkt sich der Zuschauer schon wieder, was macht er denn da? Ja. Ne? Aber der Battle Shark ist zwar kein... War das nicht letzte Mal auch so, dass ich getötet habe am Anfang? Ja, ja, stimmt. Ich glaube, war so. Und dann habe ich mich im Battle mit... ach du Scheiß, was habe ich denn hier gefunden? Kann ich eh nicht zusammensetzen, wahrscheinlich. Ich habe ein SMG-Paar Schematik gefunden, aber die werde ich nie zusammenkriegen hier. Das geht nicht. Ja, ganze Waffen gibt's ja eh nicht mehr, oder? Doch. Klar. Im Waffenstore zum Beispiel, im Shotgun-Messias, da kannst du auch ganze Waffen finden. Ja. Oh, der Tomate. Ja, das haben wir dann aber nach oben geportet, auf mein Dach. Das war ziemlich fies. Ja, die cheaten, wa? Ja, aber ganz schnäftig. Die tun sich auch öfters aufeinander stapeln, damit sie höher kommen. Das ist kein Witz. Machen sie das mittlerweile jetzt gezielt? Also wenn zum Beispiel ein Kriecher drunter ist und dann so ein normaler, der stellt sich einfach mal oben drauf, ja. Fuck. Ich verreck gleich Mahlzeit. Wieder. Ich muss weg. Ich frag mich, wo ihr alle seid. Die Mission ging schief. Kommen nachts mehr Zombies? Die rennen. Rennen halt. Okay. Also die Hunde rennen sowieso. Die siehst du dann bloß nicht mehr, weil es dann dunkel ist. Und das ist jetzt gleich. Haha, ich bin der König der Welt. Weil du hast jetzt eine Pistole gefunden, oder? Nee. Ist okay. Ich... Alles gut. Er lernt dazu. Nicht so wirklich, aber so wirklich. Alles gut, sag ich doch. Dunkel. Alle rennen jetzt. Oh, okay. Ich würde euch empfehlen, sehr leise zu sein. Wenn die euch hören, dann rammen sie euch die Bude ein. Mittlerweile so krass nicht lärmempfindlich die Viecher oder was? Wenn die daneben stehen im Haus und du gerade irgendwas machst, wie Kiste auf, Lagerfeuer auf oder so, dann wird es kritisch, ja. Auch wenn du geduckt bist? Wenn du geduckt bist, ist es leiser, dann ist es nicht ganz so. Aber da musst du auch aufpassen, wenn er genau neben dir steht, was ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär. Geh weg! Ja. Nein. Ja, da geht's ab. Das muss ein Ninja-Bär gewesen sein. Der nur in Dunkel rauskommt und mit. Der tut irgendein Zombie in eine Hütte einreißen. Eine ist es nicht. Und die geht ganz schön schnell kaputt. Klingt ganz schön nah. Könnte vielleicht doch mal eine Hütte sein. Immer nachgucken. Ja. Mit den Worten ein Bär, ein Bär, ein Bär können wir es eigentlich auch beschließen. Ja. Seid ihr alle in Sicherheit? Ja. Ich prinzipiell. Was heißt in Sicherheit? Also, solange du mitspielst, ist ja niemand wirklich jemals irgendwo irgendwie sicher, aber ich sag mal jetzt grundsätzlich. Warum ja, läuft er ja, weiter? Läuft er weiter oder was? Das ist nein. Nee. Hä? Wieso? Es ging auch darum, dass wir die Folge beenden einfach. Achso. Okay. Ja, dann Lars. Ja, dann wünsche ich allen Zuschauern einen wunderschönen Abend. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar da bei allen beiden Kanälen. Einmal bei Battleshark unten verlinkt und natürlich bei mir, gerne. Aber nur intelligente Sachen schreiben, bitte. Nur wenn ihr wollt, dass ich noch mehr töte, dann könnt ihr gerne schreiben. Kein dummes Zeug über Schauspieler wollen wir hier lesen.
Ja, gebt beim Lars einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass Martin Semmelrogge stirbt. Wir wollen kluge Zuschauer. Du machst den Ruf nicht besser. Na dann. Ja. Muss es noch schlimmer werden. Tschüss. An dieser Stelle. Haut rein. Ciao.